Herzlichen Dank, Herr Bauknecht. Mein Name ist Christian Dötsch, ich komme von Fraunhofer Umsicht und wir beschäftigen uns unter anderem mit dem Thema des Energiespeicherbedarfs. Nachdem Sie heute relativ viel schon zu technischen, zu den Rahmenbedingungen ökonomischer Art gehört haben oder auch zur Modellierung, ist jetzt mein Part ein wenig, Sie in die Technik zu begleiten. Seien Sie nicht erschrocken, ich mache die Technik genau so weit, wie sie notwendig ist, um das Problem genau zu begreifen. Alles andere habe ich weit weggelassen und möchte die Viertelstunde damit eigentlich recht sinnhaft nutzen. Ich möchte ein wenig nochmal mitnehmen, warum man Speicher braucht. Speicher sind per se kein Selbstzweck. Im Laptop habe ich sie, weil ich mobil sein möchte. Im Stromnetz brauche ich sie aus gewissen Gründen, weil ich fluktuierende Energien darin habe. Wir haben es versucht, in einem sogenannten Dreiecksdiagramm darzustellen. Dort haben wir das Energiesystem vieler europäischer Länder dargestellt. Sie müssen nicht jedes Detail unbedingt sofort nachvollziehen können. Es würde völlig reichen, wenn Sie sich die gelben Linien angucken. Ich kann die von hier aus leider sehr schlecht treffen, mit dem Laserpointer. Die gelben Punkte stellen das deutsche Energiesystem dar. Sie sehen unten links 1980, 1990 die Punkte. Und dann gibt es eine ganz rasante Entwicklung. 1980, 1990 bewegen wir uns in diesem Bereich, wo es sehr schwarz ist. Das ist das Symbol für die fossilen Energien, das heißt Braunkohle, Steinkohle, aber auch Erdgaskraftwerke. Und einen gewissen Anteil an der roten Achse würde man sehen, so rund 20% installierte Leistung Kernkraftwerke. Der Anteil der Erneuerbaren war damals verschwindend gering, werden Laufwasserkraftwerke, 5-6% Leistung, mehr war es nicht. Das haben wir auch erwähnt, wir reden hier über installierte Leistungen, nicht über eingespeiste Energiemengen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann sehen Sie die Entwicklung in Deutschland zwischen 2000, 2010, da streifen wir diesen schwarzen Bereich von Spanien, 2020 und es geht sehr weit nach oben in den grünen Bereich. Entscheidend bei dieser Aussage ist Folgendes, der Bereich der fossilen Kraftwerke links unten in der Ecke, das sind regelbare Kraftwerke im Regelfall. Also im Idealfall ist ein Gaskraftwerk sehr gut regelbar. Ein Braunkohlekraftwerk, würde mir jetzt jeder Experte sagen, regelt man lieber nicht so gerne, ginge zur Not, Steinkohle geht wieder besser. Rechts unten die Atomkraftwerke sind eher Anlagen, die man aus ökonomischen Gründen auch nicht regeln möchte, also sogenannte Grundlastkraftwerke, die laufen wirklich durch. Und ganz oben grün, was so schön aussieht, sind alles die fluktuieren, wie wir schon mehrfach gehört haben, die verursachen die Probleme im Netz. Und Sie können sehen, wenn wir es mit europäischen Partnern vergleichen, Sie sehen die Spanier, das sind diese schwarzen Punkte, oder Sie sehen unter Umständen die Franzosen, das sind die roten Punkte, die sind jeweils in ganz anderen Bereichen angesiedelt. Aber die Veränderungen sind in keinem europäischen Land so dramatisch stark, wie sie in Deutschland sind und auch kommen werden, ganz sicher. Das heißt, bei uns ist sicherlich der Fall, dass wir die neuen Herausforderungen als Erster meistern müssen in unserem Netz hier. Und darum lautet die klare Forderung, wir brauchen ganz sicherlich ein, im Englischen heißt es immer so schön, Energy Balancing brauchen wir, einen Ausgleich im Netz. Wie wir ihn darstellen, dazu möchte ich gleich in den nächsten Folien kommen. Dass das Ganze nicht nur für Europa gilt, sondern weltweit ist, mit verschiedenen Geschwindigkeiten, kann man hier in dieser Grafik sehen. Die kommen in dem Falle von BCG, Boston Consulting Group, darüber, wie der Ausbau im Bereich der Erneuerbaren ist. Auch hier jetzt ohne jedes Detail anzuschauen, die grünen Balken sind der Ausbau der installierten Windleistungen, die gelben sind Ausbau des solaren Energieertrages. Und Sie sehen, dass in allen Ländern durch die Bank ein starker Anstieg erwartet wird, mit gewissen regionalen Unterschieden. Ich sage mal ein bisschen spaßhaft, in UK ist wahrscheinlich weniger Sonne, da regnet es traditionell mehr und es gibt Wind, darum wird dort viel ausgebaut. Im Middle East dagegen wird deutlich mehr PV ausgebaut werden. Und in den USA, muss man hier beachten, ist die Achsenskalierung leider eine andere, sonst wären die Balken viel höher, wird auch ein sehr starker Zubau erwartet. Das heißt, die Veränderung des Energiesystems sind wir in Deutschland sicherlich Vorreiter. Wir sind einer der Ersten. Wir haben die ersten Probleme sicherlich damit dann. Aber die anderen Länder tun es uns nach und die werden ähnliche Probleme erhalten. Deswegen ist das für uns wichtig, dort aktiv zu sein. Dann, um mal eine Kennzahl zu haben, wir reden immer über Speicher und es gibt natürlich Speicher, Pumpspeicher gibt es schon im Netz, das ist eigentlich die Masse zurzeit. Und dann sieht man, dass wir in Europa relativ schon viel Speicherkapazität hatten, das sind Zahlen, die sind jetzt ungefähr 5-6 Jahre alt. 6% der installierten Kraftwerkskapazität ist an Speichern vorhanden. Wenn Sie schauen, im asiatischen Raum liegt das so um die 3%, das differiert stark nach den Ländern nochmal bei dort, Nordamerika 2%. Das sind also starke Unterschiede, spricht erstmal für Europa eigentlich, dass wir ein gutes, ausgebautes Speichersystem haben. Wenn wir dann aber mal angucken, was es so gibt, verzeihen Sie mir die ganzen Abkürzungen hier, das ist leider der Standard dabei. Ganz oben sehen Sie Druckluftspeicherkraftwerke, im Englischen so schön Compressed Air Energy Storages. Da haben wir fast 500 Megawatt, ist wirklich sehr groß, sehr beeindruckend.
Man kann aber auch ehrlicherweise sagen, das sind exakt zwei Kraftwerke, die es gibt. 1978 Hunte aufgebaut in Deutschland mit 300 und ein paar zerquetschte MW. Dann auch eins in McIntosh, USA. Das sind zwei Riesenkraftwerke. Dann gibt es sogenannte Hochtemperaturbatterien, die vor allem in Japan aufgebaut werden. Es waren letztens sogar ein bisschen mehr als 300 Megawatt aufgebaut. Letztens aber auch eine solche Batterie abgebrannt, was die ganze Sache ein bisschen gedämpft hat, vorsichtig formuliert. Dann gibt es noch Bleibatterien, Redoxbatterien etc. pp. Sprich, es gibt eine ganze Menge. Lithium sehen Sie uns hier nicht, weil wir haben nur Großbatterien genommen und das konnten Sie bis dahin getrost vergessen. Das gibt es in dem Bereich nicht in der Leistungsklasse eigentlich. Die kommen jetzt erst auf den Markt. Wenn wir jetzt ganz beeindruckt schauen und denken, Mensch, da ist eine ganze Menge schon installiert, haben wir die gleichen schönen Bubbles mal in Relation gesetzt. Das sind Pumpspeicherkraftwerke. Das macht rund 99% aller Speicher weltweit aus. Also all die schönen Sachen, über die wir auch bei Fraunhofer forschen, machen heute, wenn wir optimistisch sind, 1% der Speicheraktivitäten aus. Wir forschen aber trotzdem aus gutem Grunde dran, komme ich gleich noch ein bisschen zu. Jetzt kommen wir zum Punkt, wenn wir uns das Netz angucken, in Deutschland, aber auch in der ganzen Welt, sehen Netze sehr ähnlich aus. Wo werden denn solche Speichersysteme überhaupt existieren? Jetzt werde ich hier mal so ein bisschen die Liste mal aufdröseln, welche Speichersysteme eigentlich existent sind und wo sie adressiert werden können. Es gibt sogenannte zentrale Speichersysteme, also alles, was sehr große Speicher sind, heute schon Pumpspeicherkraftwerke, vielleicht auch Wasserstofferzeugung, ich sage mal bewusst vielleicht an der Stelle, oder Druckluftspeicherkraftwerke, das eine, was existiert. Die sind alle am Hochspannung- oder Höchstspannungsnetz angeschlossen und agieren eigentlich wie Kraftwerke, werden auch ähnlich betrieben, haben auch einen ähnlichen Stromfluss dort aufzuweisen. Dann gibt es sogenannte dezentrale Speicheroptionen. Da sehen wir heute noch immer noch Bleibatterien oder diese Nassbatterie, diese Hochtemperaturbatterie, die ich eben erwähnt habe, oder auch Redoxflowbatterien. Da reden wir über den, ich sag mal, einstelligen bis maximal zweistelligen MW-Bereich. Können Sie sich vorstellen, das ist das Transportnetz im weitesten Sinne, Verteilnetz auch schon, große Windparks, einzelne große Windräder vielleicht oder vielleicht auch eine sehr große PV-Farm, die könnten dort mit an das Netz angeschlossen sein. Dann die Klasse drunter sind die ganzen klassischen kleinen dezentralen Batteriesysteme. Auch wenn Lithium-Ionen ganz oben steht, weil es nicht jeder Munde ist, wäre es heute immer noch die Bleibatterie, die ökonomisch ist. Die Lithium-Batterie wird sicherlich die Option der Zukunft sein. Und Nickel-Metall-Hydrid, Nickel-Cadmium-Batterien gibt es oder gab es auch noch. Und ganz unten gibt es einen Punkt, der etwas so drunter steht, virtuelle Speicher. Darunter ist all das zusammengefasst, was wir heute schon mal unter Demand-Side-Management, regelbare kleine BAKWs und Ähnliches gehört haben. Auch dazu gleich noch einen einzigen Satz und eine einzige Folie dazu. Wichtig hier, diese Speicher sind alle an verschiedenen Netzebenen. Das heißt, an diesen Netzebenen können sie agieren und auch nur dort können sie agieren. Das ist einer der Punkte, der ganz wichtig ist. Wenn ich ein Problem, zum Beispiel eines sehr großen Windparks habe, das irgendwo im Verteilnetz liegt oder sogar im Höchstspannungsnetz liegt, und ich möchte dieses Problem lösen auf der Low Voltage, auf der Niederspannungsnetzebene, dann muss ich das ganze Problem durch das ganze Netz transportieren. Ich muss Transformatoren, Netzausbau, alles betreiben, um dieses Problem zu lösen. Umgekehrt, kennt man zum Beispiel aus Baden-Württemberg, habe ich ein Problem in einem Netz, in einem unterlagerten Netz mit vielen PV-Einspeisern, kommt heute immer öfters in der Gegend vor, dass die dort viel mehr Strom einspeisen, als das Netz jemals vorgesehen war. Kann ich das vielleicht durch Pumpspeicher auf dem höchsten Spannungsnetzebene abfedern? Heißt aber umgekehrt, dann muss ich alle Ebenen in vor allem verstärken an der Stelle, um zu erreichen, dass wirklich dieses Problem gelöst wird. Daher, wenn ich Speicher dezentral habe, sollten sie möglichst dezentrale Probleme lösen. Habe ich jetzt auf Mittelspannungsebene, sollten sie dort agieren. Und Pumpspeicher sollten möglichst auf der obersten Ebene agieren, weil sonst muss ich immer einen Netzausbau machen, der nur dafür da ist, um Probleme zu verlagern, die ich doch eigentlich lösen wollte an der Stelle. Dann zwei, ich habe mich kaum getraut, es hinzuschreiben, zwei Plattitüden, aber man muss die mal immer klar sagen. Wir haben in Deutschland ein reales Netz und kein ideales Netz. Im Deutschen, das gibt es im Englischen leider nicht, gibt es das schöne Wort der Kupferplatte, das ist heute auch schon mehrfach gefallen. Damit kann man unter BWL-Sicht wunderbar rechnen, hat aber nichts mit der Realität zu tun. Wir leben nicht auf einer Kupferplatte und deswegen haben wir die Diskussion über Stromexporte über Drittländer zurück nach Deutschland und Ähnliches. Hätten wir eine Kupferplatte, wäre die Welt einfach. So ist es nicht. Das heißt, wir haben Fluktuationen, die sind entweder lokal, PV, oder zentral, das ist Wind. Wir haben Fluktuationen auf der Verbraucherseite durch Haushalte oder durch große Industriebetriebe. Und wir haben Speicher und jeder dieser Komponente kann lokal, regional oder auch wirklich am Hauptnetz hängen und muss dort an der Stelle gelöst werden, sonst baue ich das Netz aus. Und der zweite Punkt ist mir relativ wichtig. Deutschland ist keine Insel. Das war es nie, wird es auch niemals werden. Zumindest was das Netz angeht, können wir uns mal ganz sicher. Das heißt, wir haben
zu allen Nachbarn eine gute Netzverbindung, die wir heute auch schon, ich sag mal, nutzen bis ausnutzen, positiv gesehen. Wir sind dort eingebettet in dieses europäische Netz. Und man muss immer beachten, wenn man mal auch Extremszenarien berechnet, 100% erneuerbare Energien, sollte man davon ausgehen, das heißt nicht, dass wir Deutschland als Insel rechnen wollen. Wir möchten nicht alle Leitungen nach Holland, Frankreich, Belgien und sonst wo kappen und schlagartig uns selbst versorgen. Man muss das sehr vorsichtig bilanziell betrachten. Da ein Beispiel, wir machen gerade ein Projekt mit E.ON zusammen für die Insel Pellworm. Pellworm produziert ungefähr 3-mal so viel Strom im Jahr, wie sie benötigen. Also eine dreifache Energiemenge wird bereitgestellt. So gefühlt 300% Selbstversorgung an der Stelle. Aber trotzdem kommen wir am Ende nur so auf 80-85% echter Selbstversorgung. Der Rest wird durch Export, Import mit dem Festland gelöst, schlicht und ergreifend. Bei der Bilanz ist klar, viel mehr Export als Import, klar. Aber das müssen wir sehen, wir werden Deutschland nicht als Insel darstellen, sondern Deutschland wird eingebettet sein in Europa. Das ist sehr wichtig. So, jetzt kommen wieder die beliebten Zahlen, die mal sehr schwierig sind. Was für einen Energiespeicherbedarf haben wir denn? Das ist immer gefährlich, weil die Zahlen sind am Ende so im Raume und äußerst schwierig. Wir haben hier eine Grafik, die ich seit 2008 mit mir rumschleppe sozusagen. Ich habe meine Jahreszahlen hintergeschrieben. Wir haben damals zur IRIS-Konferenz meine erste Schätzung gemacht, ein Upper and Lower Limit. Ich würde heute sagen, wenn ich die Modelle von heute sehe, das war ein Dreisatz vereinfacht gesagt, es war wirklich schlicht. Wir haben abgeschätzt beim Ausbau der Erneuerbaren, wie sich denn der Speicherbedarf in leistungsbezogen verändert, haben damals schon gesagt, wir müssen unbedingt unterscheiden zwischen sogenannter positiver und negativer Speicherleistung. Man darf es nicht über einen Kamm scheren, das ist nicht das Gleiche, es sind ganz andere Anforderungen, die ich habe. Positiv heißt in dem Falle, ich speichere aus dem Speicher aus ins Netz. Negativ heißt, ich nehme Energie aus dem Netz raus in den Speicher. Das sind verschiedene Zahlenwerte, wird aber oft in einen Topf geworfen an der Stelle. Wenn Sie jetzt diese schwarz und gelbe Kurve von damals nehmen, diesen Bereich, den es aufspannt, sehen Sie, da sind wir irgendwo im ein- bis zweistelligen Gigawatt-Bereich. Als Vergleich die Last, als Höchstlast in Deutschland 90 Gigawatt. Heute haben wir rund 6 Gigawatt, glaube ich, installierte Pumpspeicherleistungen im Netz. Das sind hier die Additiven. Wir haben mal versucht, andere Studien einzupflegen. Ich sage es ehrlich, es ist nicht einfach. Jeder hat andere Rahmenbedingungen. Man muss Vereinfachungen nehmen. Wir haben zum Beispiel bei der letzten Studie, der VDE-Studie, die hatten, glaube ich, keine Jahreszahlen. Da haben wir einfach versucht, deren Szenario durch Dringung mit erneuerbaren Energien rückzurechnen auf unsere Jahreszahlen, um es einpassen zu können. Auch bei der Siemens-Studie war das nicht so ganz einfach. Aber Sie sehen, unser Upper and Lower Limit lag gar nicht völlig daneben. Heute liegt man eher an der unteren Grenze. Das heißt, wir bewegen uns schon ganz klar in einem nennenswerten Gigawatt-Bereich, den man bereitstellen muss. Ich möchte Ihnen aber eigentlich was ganz anderes daran noch zeigen, was noch viel spannender ist. Und zwar, ich wollte jetzt einfach mal einen Punkt rausgreifen, mit dem wir mal gerechnet hatten. Wir hatten das rausgegriffen, den Punkt 2050, schön weit weg, 40 Gigawatt Speicherleistung ist notwendig. Und zwar in beiden Richtungen, sowohl positiv wie negativ. Das klingt gut. Man wäre jetzt ganz geneigt zu sagen, dann baue ich doch einen 40 Gigawatt Speicher, wenn es ihn dann kostengünstig gibt und alles ist gut. Dann haben wir uns mal die ganze Jahresdauerlinie angeguckt bei diesem Szenario und ich habe das Wort Example fett draufgedruckt inzwischen, weil es ist nur ein Beispiel aus einem Szenario. Das ist jetzt nicht unser Bild von 2050, es ist nur eines von vielen Szenarien. Wir haben es mal damals mit, ohne Atomkraft und so weiter, alles Mögliche durchgerechnet. Und das war ein schönes Extrembeispiel, an dem man es gut zeigen kann. Wenn wir nur aus dem Speicher in das Netz Strom geben, kann man hier sehen, ist der Bedarf in der Jahresdauerlinie verhältnismäßig gering. Wir kommen auf keine 1000 Stunden, die das Ding läuft. Wenn man es in Terawatt umrechnet, sind das 2 bis 10 Terawattstunden, die ich einspeisen würde. Umgekehrt, vom Netz in den Speicher hinein, hätte ich bei gleicher Leistung aber ungefähr 132 Terawattstunden oder das unteres Limit 27 Terawattstunden. Und es ist relativ klar, was ich nur verdeutlichen will, ein Speicher, der, sagen wir mal, ungefähr 27 Terawattstunden einspeichert und 2 Terawattstunden im Jahr ausspeichert, wird nicht lange gut funktionieren. Der hat nach einem Jahr ein Problem, der ist voll, schlicht und ergreifend. Das heißt, dieses Problem, was so schön charmant aussah mit 40 Gigawatt, passt ja alles, durch den Speicher zu decken, das geht so einfach nicht. Man muss sich solche Diagramme sehr genau angucken. Es gibt Fälle, wo es deutlich besser aussieht, ich will jetzt gar nicht sagen, es geht nicht, aber man muss so weit hineinsteigen in die Details, sonst kann man nicht ehrlich sagen, ist ein Speicher geeignet oder ist ein Speicher nicht geeignet. Genau, das habe ich Ihnen gerade erzählt. Deswegen haben wir unser Thema Speicher erweitert. Das ist auch schon mal in Koch im Vorfeld angeklungen ein wenig. Wir haben das nur auch gesagt, es sind einfach nur Maßnahmen, um das Netz auszugleichen. Ganz oben steht der Energiespeicher. Das ist für den Ingenieur, ehrlich gesagt, immer die charmanteste Lösung. Ich speichere, ich kann ausspeichern. Ist, wie gesagt, nur die halbe Wahrheit. Dann gibt es noch diesen Bereich, der sich im Englischen Virtual Power Plant nennt. Sprich, alles das, was wir unter Schwarmkraftwerke oder Ähnlichem kennen,
die Kombikraftwerke, also sprich im Regelfall kleinere Einheiten, die zielgerichtet so agieren, wie es das Stromnetz vorgibt. Und die Seite Demand-Side-Management, wo wir eben bei Koch schon über die Potenziale einmal kurz diskutiert haben. Was kann ich eigentlich abregeln? Das sind alles Dinge, die arbeiten sozusagen auf der zeitlichen Schiene. Das heißt, ich kann einen Ausgleich schaffen im Bereich von Stunden, von Tagen. Aber beim Demand-Side-Management ist klar, wenn ich einen Demand, einen Bedarf verschiebe, muss ich ihn irgendwann nachholen. Ich kann zum Beispiel meine Wärmepumpe zu Hause abschalten, aber spätestens nach 6 oder 12 Stunden, je nachdem wie groß mein Haus, wie dick die Wände, wie groß der Speicher ist, möchte ich, dass es doch wieder warm wird, ehrlich gesagt. Das heißt, es sind nur verschobene Lasten, aber keine in dem Sinne Energie, die rausgenommen wird oder reingeht. Der andere Punkt, unten einmal die drei Sachen, die es gibt, das ist die Generation Curtailment, Abschalten von erneuerbaren Energien schlicht und ergreifend. Dann die zusätzlichen Lasten, vielleicht Wasserstoff oder auch der Export-Import, den es geben kann. Damit schaffe ich im Regelfall eine permanente Energieentnahme oder Zufügung im System, weil wenn ich eine Windanlage abschalte, da wird die Energie erst gar nicht erzeugt. Hierbei ist wichtig, diese ganzen Möglichkeiten müssen entweder aggregiert oder koordiniert werden. Das wurde heute Morgen schon mein Panel diskutiert. Ich werde nicht alle kleinen Dinge einzeln schalten wollen oder können. Das macht aus unserer Sicht keinen Sinn. Der Kühlschrank von Tante Erna muss nicht mit Vattenfall reden, ob er nun an- oder ausgehen soll. Das muss auf einer anderen Ebene passieren. Da kommen wir nicht umhin. Das muss auch regional passieren, weil, wie wir gelernt haben, diese ganzen Probleme treten ja regional verschieden auf. Wir haben mal eine Vision entwickelt. Wir finden auch von anderen ähnliche Möglichkeiten, in einer Stadt sämtliche Optionen zu bündeln und sozusagen die Stadt als Speicher zu charakterisieren und alle Optionen vom Demand-Side-Management bis zu den kleinen BRKWs zusammenzufassen und dem Netz als Leistung anzubieten. Finden Sie, wie gesagt, unter anderen Optionen auch unter Schwarmkraftwerk oder ähnlichen Ideen. Ich halte unseren Ansatz, sagen wir mal, für den weitestgehendsten, aber die Ideen sind da und werden zum Teil umgesetzt. Jetzt komme ich zu einer letzten leicht werblichen Folie, aber nur für die IEA, ich werbe für andere sozusagen. Ich war angefragt worden von einem Bauknecht, wie sieht das europaweit eigentlich aus? Es gibt bei der IEA, der Internationalen Energieagentur, einen sogenannten Annex, das ist also eine Working Group, da sitzt man zusammen und diskutiert und vergleicht mal ein wenig, wie eigentlich der zukünftige Energiespeicher-Demand, also Bedarf in Europa sein wird. Wer sich dafür interessiert, kann danach gerne googeln, mich fragen. Oder es gibt ein Treffen in Brüssel demnächst im November, wo wir wieder uns darüber austauschen. Damit komme ich zum Fazit. Ich möchte nochmal die Punkte, die ich eigentlich genannt habe, anreißen, auch für die Diskussion. Also der Energieausgleichsbedarf wird einfach durch die Penetration, durch den mehrfachen Einsatz der erneuerbaren Energien deutlich ansteigen. Wir werden schlicht und ergreifend lokal, regional aufgelöst andere Optionen haben und andere Probleme haben. Die müssen wir auch regional oder lokal betrachten am Ende. Dann, Deutschland hat ein sehr gutes Netz, aber keine Kupferplatte. Und positiv, wir sind in Europa eingebettet. Wir haben Austauschmöglichkeiten mit unseren Nachbarn. Dann ganz wichtig, dieser Energieausgleichsbedarf ist nicht identisch mit Energiespeicherbedarf. Es ist nur ein Teil davon. Nichts anderes, also Energiespeicherbedarf von dem Ausgleichsbedarf. Dann, wir haben sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wie wir diesen Ausgleich mit anderen Optionen darstellen können. Die habe ich Ihnen eben alle genannt, bis zum Demand-Side-Management. Und dafür ist sehr wichtig, wir brauchen ökonomische Regulatoren, Möglichkeiten, wie wir diese betreiben können, dass dieser Betrieb dieser Speicheroptionen auch sich ergänzt und nicht gegeneinander arbeitet. Denn um sozusagen mal mit einer Idee nochmal zu schließen, wenn ich mir vorstelle, wir haben ganz viele Speicher an PV-Anlagen gekoppelt, alles Batteriespeicher, die werden alle mittags unglaublich viel Energie speichern und über den ganzen Tag wunderbar verteilen, dann sehe ich auf der Welt die ganzen Pumpspeicher, die es genau umgekehrt machen, die tagsüber Strom ins Netz speisen und nachts alles einspeichern. Dann habe ich Speicher, die die ganze Zeit gegeneinander arbeiten. Sowas darf nicht vorkommen, dementsprechend müssen Anreize so gestaltet sein, dass sie sich ergänzen und zusammen gut passen. Ich hoffe, meine Zeit eingehalten und habe mich so sehr bezogen, Herr Bauknecht. Sie haben so streng geschaut. Gut, vielen Dank, Herr Dötsch.